Es ist so einfach und bequem, Produkte bei Amazon zu bestellen. Da gibt's von der Handyhülle bis zum Mehrfachstecker fast alles und das oft auch unschlagbar günstig. Wenn man die Bestellung zu Hause dann aufmacht, denkt man aber manchmal, ach, deshalb war das so billig. Das Produkt ist gar nicht direkt von Amazon, sondern von einem chinesischen Händler. Na gut, wo ist jetzt das Problem? Die einen denken vielleicht an schlechtere Qualität, die anderen an fehlende Garantie. Aber woran die wenigsten denken, sie könnten gerade von einem Steuertrick profitiert haben. Denn es besteht der Verdacht, dass manche chinesischen Händler beim Verkauf über Amazon die Umsatzsteuer hinterziehen. Das mag so manchem Schnäppchenjäger erstmal egal sein, aber am Ende kann so ein riesiger finanzieller Schaden für uns alle entstehen. Hinter diesen Mauern passieren Dinge, durch die dem Staat Steuern entgehen. Es könnten Millionen sein, vielleicht Milliarden. Seit mehr als 10 Jahren versuchen Steuerfahnder, das zu verhindern. Bislang mit wenig Erfolg. Also das ist wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel. Zusammen mit Reportern der Süddeutschen Zeitung finden wir starke Indizien für Steuerbetrug, begangen von Amazon-Geschäftspartnern. Tausenden. Doch Amazon will nur bei konkretem Verdacht tätig werden. Ginge da nicht mehr? Amazon ist ja so ein bisschen wie die Spinne im Netz. Amazon hat in alle Richtungen Informationen. Am Ende unserer Suche finden wir eine einfache Möglichkeit, dem Steuerbetrug ein Ende zu setzen. Hier fängt alles an, in Warenlagern von Amazon. Bei mehr als der Hälfte der bei Amazon Deutschland bestellten Waren ist Amazon gar nicht der Verkäufer. Der US-Konzern lagert containerweise fremde Ware, nimmt dafür Bestellungen auf, verschickt sie und kassiert vom Kunden das Geld. Was man schnell übersieht, finden wir auf der Homepage, in zahllosen Fällen. Der Versand erfolgt durch Amazon. Doch offizieller Verkäufer ist ein Partnerhändler. Und jeder vierte, so unsere Recherche, stammt aus China. Das Prinzip? Amazon kassiert vom Kunden den Kaufpreis samt Provision und Umsatzsteuer. Amazon behält seine Provision. Der chinesische Käufer erhält Kaufpreis und Steuer. Nun müsste der Händler die Umsatzsteuer an den deutschen Fiskus abführen. Tut er aber, so der Verdacht, häufig nicht. Er behält sie. Mit gravierenden Folgen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich einen fiskalischen Schaden dem Staat entgegen Steuereinnahmen in erheblicher Höhe. Man spricht von hunderten Millionen bis zu Milliarden. Auf der anderen Seite, und das ist fast noch gravierender, haben wir natürlich einen Schaden für die ehrlichen Wettbewerber aus der EU und insbesondere aus Deutschland, die ihre Ware mit Umsatzsteuer verkaufen müssen, dementsprechend teurer anbieten müssen und deswegen Marktanteile verlieren. Das Land Niedersachsen hat eine Taskforce gegen Steuerbetrug im Internethandel eingerichtet. Doch die Fahnder haben ein Problem. Sie müssten jedem einzelnen Amazon-Händler beweisen, dass er keine Umsatzsteuer abführt. Eine Aufgabe, die sie kaum bewältigen können. Aus China bekommen sie keine Informationen. Helfen könnte aus Sicht der Fahnder nur Amazon. Die Plattformbetreiber sind nach meiner Auffassung verpflichtet zu prüfen, ob entsprechende Aktivitäten, die nicht erlaubt sind, auf ihren Plattformen stattfinden. Am Sitz der deutschen Amazon-Zentrale. Ein Interview bekommen wir nicht. Schriftlich heißt es, Amazon würde jedem Partnerhändler erklären, dass er Steuern abführen müsse. Amazons Partnerhändler seien eigenständige Firmen. Amazon sei für deren Steuern nicht verantwortlich. Das stimmt. Fakt ist aber auch, Amazon hat eine für sich hochprofitable Plattform konstruiert. Wer die geschickt ausnutzt, kann Steuern hinterziehen. Ein Kongress des Deutschen Anwaltsinstituts. Es geht um Steuer- und Strafrecht. Wir wollen wissen, welche juristischen Risiken beständen denn überhaupt für Amazon? Wenn wir mal unterstellen, dass der Mitarbeiter bei Amazon weiß, dass er ein Geschäft vorbereitet, wo dann nachher die Umsatzsteuer hinterzogen wird, dann kann ich von der Beihilfe ausgehen und je nach Konstellation wäre eine Mittäterschaft zumindest denkbar. Der Beweis im Einzelfall sei also maßgeblich, sagt der Experte. Und was weiß Amazon? Diese Frage beschäftigt sogar den Bundestag. Amazon ist ja so ein bisschen wie die Spinne im Netz. Amazon hat in alle Richtungen Informationen. Sie hat Zugriff auf Namen, auf Herkunft der Waren, auf die Adressen und Namen des Lieferanten. Und insofern ist sie eigentlich könnte sie die ideale Funktion übernehmen, das Wissen zusammenzufügen.
Wir wollen sichtbar machen, was Amazon über seine Händler weiß. Zusammen mit Datenspezialisten der Süddeutschen Zeitung. Wir werten die Daten von gut 100.000 Händlern auf den deutschen Amazon-Seiten aus. Wer kommt aus China? Wer lässt von Amazon versenden? Und hat er eine EU-Steuernummer oder nicht? Nach unseren Recherchen steht fest, wenn die Angaben auf den Amazon-Seiten korrekt sind, müssten mindestens 4.200 Händler eine deutsche Steuernummer haben. Und zwar hier, im Finanzamt Berlin-Neukölln. Doch hier sind nur 980 chinesische Firmen registriert. Unser Verdacht wird damit konkret. Es liegt nahe, dass mindestens 3.200 chinesische Amazon-Partnerhändler Steuern hinterziehen. Zu unseren Zahlen äußert sich Amazon nicht. Eigentlich müsste Amazon seinen Partnern nur eine einzige Frage stellen, die nach ihrer Steuernummer. Doch das geschieht nur bei einem konkreten Verdacht von außen. Es ist immer leicht, sich dümmer zu machen, aber schwer, sich schlauer zu machen, als man ist. Also ich bin fest davon überzeugt. Sind die denn dümmer oder sind sie schlauer? Ich bin der Meinung, dass die das vollständige Wissen haben, das man bräuchte, um korrekt Steuern zu bezahlen. Großbritannien. Für Amazon nach Deutschland der zweitgrößte Markt in Europa. Vor den Toren der Hauptstadt sind wir mit Richard Allen verabredet. Allen berät britische Internetfirmen. Und die, erzählt er, litten jahrelang unter der unfairen Konkurrenz aus China. Die konnte Waren billiger anbieten, weil sie keine Umsatzsteuer zahlte. Erst als Allen die britischen Händler organisierte, änderte sich was. Wir haben eine große Kampagne in den Medien organisiert und kamen so mit der Regierung ins Gespräch. Am Ende gab es dann endlich ein Gesetz. Die Plattformen müssen Druck bekommen, damit sie endlich aktiv werden. Seit März zwingt dieses neue Gesetz, Amazon nur noch Händler zu listen, die eine Umsatzsteuernummer angeben. Falls die Behörden auf Amazon Händler ohne Steuernummer erwischen, haftet der Konzern für den Steuerschaden. Es gab den positiven Effekt, dass viele Steuerbetrüger verschwunden sind. Es gibt aber immer noch einige, die das tun. Insofern ist es nicht mehr so schlimm wie vorher, aber es muss noch mehr geschehen. Die britische Lösung. Für die Händler also nur ein erster Erfolg. Noch keine echte Lösung. Deutsche Steuerexperten glauben, dass es eine bessere Möglichkeit gäbe. Der Nachteil bei dem System ist natürlich, dass zunächst mal wieder die Finanzverwaltung die detektivische Kleinarbeit leisten muss. Sie muss ja erst mal rausfinden, dass es Probleme mit einem bestimmten Händler gibt. Sie muss das auch nachweisen können und erst dann kann sie sich an die Plattform wenden. Und mein Ansatz wäre, die Plattform direkt zur Steuerentrichtung heranzuziehen. Das kann man sich so vorstellen, wie etwa der Arbeitgeber ja auch für den Arbeitnehmer die Lohnsteuer entrichtet, obwohl er sie selber gar nicht schuldet. Es wäre nur ein winziger Unterschied. Amazon würde weiter Preis, Provision und Steuer kassieren, würde weiter die Provision behalten, aber nun die Steuer direkt an das Finanzamt zahlen. Und nur den reinen Kaufpreis nach China überweisen. Einfach und effektiv. Die Plattformbetreiber mit in die Haftung zu nehmen oder sie sogar zu Steuerschuldnern machen, ist natürlich eine sinnvolle Lösung, die vor allen Dingen auch verwaltungsökonomisch ist. Grundsätzlich würde ich aus meiner Sicht zumindest so eine Verfahrensweise begrüßen. Doch bevor Amazon die Umsatzsteuer für seine Händler zahlen kann, muss erst EU-Recht geändert werden. 2022, so das Versprechen, soll es soweit sein.